Ihr Hände dudeln wir uns in die Weihnachtszeit hier in der kleinen Audiodatei. Und am Sonnabend begrüße ich wie immer Alexander aus Rostov am Don. Er ist bereits im Weihnachtsurlaub, aber dort ist das ja alles ein wenig anders. Thema für uns in den nächsten zwei Wochen. Heute aber geht es um einen religiösen Fernsehsender in Russland. Spaß TV. Und wenn Sie denken, das macht viel Spaß, nein, das hat etwas ganz anderes zu bedeuten. Dazu gleich mehr. Am Telefon begrüße ich Alexander aus Rostov am Don. Sei gegrüßt. Hallo, Piet. Wir haben heute ein interessantes Thema. Wir wollen uns mit einem Fernsehsender beschäftigen. Der heißt Spaß, hat aber nichts mit Witzen zu tun, sondern das wird übersetzt mit Erlöser oder Heiland. Es ist ein religiöser Sender, der steht der russisch-orthodoxen Kirche nach und hat sich zum Ziel gesetzt, die öffentliche Meinung durch religiöse und nationalistische Sendungen zu beeinflussen. Du hast jetzt den Sender für uns mal angeguckt. Ich denke, du bist kein regelmäßiger Zuschauer. Ja, und ich möchte dich jetzt mal fragen, was hast du dort gesehen? Es gibt in Russland so einen föderalen religiösen orthodoxen Kanal und ich denke, das ist wahrscheinlich eine ziemlich einzigartige Situation, weil ich so etwas im westlichen Fernseher nie gesehen habe. Gibt es so etwas bei euch oder nicht? Ich weiß nicht. Doch, da kann ich dazwischen gehen, Alexander. Bei uns gibt es sogar relativ viel auf dieser Ebene. Es gibt Bibel-TV in Deutschland und es gibt sogar einen Sender von Christen, die sich von der Kirche abgewendet haben. Das ist ganz interessant, habe ich durch ein Familienmitglied unlängst mitbekommen. Neue Welt TV, glaube ich, die berichten sehr, sehr, sehr kritisch zum Ukraine-Krieg. Dort machen die eine sehr hervorragende Arbeit. Ansonsten bringen die auch religiöses Zeug. Also da gibt es bei uns viel. Und in Polen gibt es natürlich ganz berühmt Radio Maria. Das ist ein Radiosender, der aber landesweit in Polen auf Sendung ist, auch mit einem nationalistischen, ultrakonservativen, religiösen Programm. Aber weiter, mach weiter. Ja, also dieser Kanal gehört der russisch-orthodoxen Kirche. Nicht genau, es geht über gemeinnützige Organisationen, aber es ist ziemlich eng verbunden. Also es sendet im ganzen Land und er funktioniert seit 2005. Und übrigens steht er auch unter westlichen Sanktionen und wurde auf YouTube gesperrt. Und tatsächlich nehmen jedoch nur die Hälfte der Zeit Kirchen- und religionsbezogene Sendungen ein. Was gibt es dort? Es gibt zum Beispiel eine Sendung, in der Zuschauer dem Priester Fragen stellen und er sie beantwortet, als ob er in einer Kirche Predigten lesen würde. Es gibt kirchliche Nachrichten über unseren Metropolit und anderes, über den Bau von Kirchen, über die Haltung der Kirche zu aktuellen politischen Ereignissen. Zum Beispiel erst kürzlich hat das russische Kulturministerium die berühmte antike Ikone die Kirche zurückgebracht. Und das ist ein großes Ereignis für sie. Und jetzt wird viel darüber geredet. Auch viele historische Filme über das Leben von Heiligen, historische Programme, vor allem wenn es um Religion ging. Heute haben sie zum Beispiel etwas über die Kreuzzüge im Programm. Das kann sogar ziemlich interessant sein. Programme über orthodoxe Kirchen in anderen Ländern. Es gibt auch eine Sendung, in der sich ein gläubiger Moderator mit Atheisten trifft und irgendwie diskutieren sie dort über den Glauben. Aber die andere Hälfte des Rundfunks besteht aus Filmen, Shows und anderen Programmen, aber sie sind alle sehr konservativ. Zum Beispiel dort gibt es eine Sendung zum Thema Abtreibung, in der die Moderatorin versucht, die Frauen von einer Abtreibung abzureden, oder Programm über kinderreiche Familien. Es gibt dort auch eine Sendung, in der die Moderatorin ein blindes Mädchen ist und sie interviewt die Gäste. Ich glaube, sie hat sogar Putin einmal interviewt.
Es gibt dort sogar kulinarische Show. Dort kochen meistens Fastengerichte und klösterliche Speisen und auch etwas über russische Küche. Und natürlich sowjetische Filme, Sendungen mit Märchen für Kinder. Der bekannteste Moderator dort war wahrscheinlich Nikolai Valujew. Er ist ein berühmter Boxer hier. Er war sehr erfolgreich und jetzt macht er dort ein Programm über Sportler. Und jetzt ist er natürlich ein Abgeordneter von Einiges Russland. Und in Russland ist das Parlament aus irgendeinem Grund voller ehemaligen Kosmonauten, Olympiasieger, Schauspieler und Sänger. Vielleicht, ich weiß nicht, sind sie besonders gut, die Interessen des Volkes zu vertreten. Gibt es etwas, so etwas in Deutschland? Kann ich mich jetzt nicht so wirklich dran erinnern. Ich weiß aber, zu DDR-Zeiten sah man zum Beispiel Katharina Witt auch immer im Parlament beim 11. Parteitag zum Beispiel. Ja, also hier ist das so nicht sehr verändert. Ja, ganz interessant. Eigentlich auch interessant, was du über den Sender sagst, weil es gibt ja eine Möglichkeit, die verschiedenen Dinge aus einer etwas anderen Sicht zu sehen. Ich bin nun kein Religionsanhänger, aber finde zum Beispiel dieses deutsche Neue Welt-TV auch ganz interessant, weil die wirklich auch in Sachen Krieg, da ist zwar immer der liebe Gott bei jedem zweiten Satz mit dabei, also der liebe Gott würde so nicht handeln, wenn es ihn geben würde, so sinngemäß, aber trotzdem verbreiten sie auch Wahrheiten, indem sie ihre Ansichten auch mit Fakten untermauern und auch die Quellen dazu angeben. Also das ist gar nicht schlecht gemacht und insofern finde ich sowas in jedem Fall als Bereicherung. Du bist jetzt aber kein regelmäßiger Zuschauer von Spaß TV, oder? Ja, bestimmt. Im Großen und Ganzen ist dieser Kanal ziemlich professionell gemacht. Und einige Sendungen, vor allem historische, waren für mich ziemlich interessant. Und das habe ich manchmal gerne gesehen. Und sie diskutieren dort manchmal über wirklich komplizierte theologische Fragen. Ich verstehe das alles ganz nicht, aber das ist bestimmt für einige Leute sehr interessant. Der Sender hat einige prominente Moderatoren, du hast ja gerade schon einen genannt, aber der Erfolg in Russland ist nicht so groß, oder? So wie ich das gelesen habe, die Zuschauerzahl von diesem Kanal ist so etwa 2%, also ganz nicht populär. Dieser Kanal ist viel ruhiger und leiser als andere und wahrscheinlich es ist ein Grund, warum es nicht so popular ist. Und natürlich die Menschen in Russland nicht sehr religiös sind. Sie gehen manchmal in der Kirche, aber viel Zeit wollen sie nicht verbringen damit. Ja, und was meinst du, deine Sicht, sagen wir mal, auf 20, 30, 40 Jahre in die Zukunft geschaut, wird dieser Sender oder wird die Kirche an Bedeutung gewinnen in Russland oder glaubst du eher nicht? Na, eigentlich der Staat versucht, das zu schaffen, aber ich weiß nicht, in der modernen Gesellschaft ist es möglich oder nicht. Aber vielleicht ist es möglich, weil das hat bereits zum Beispiel im Iran passiert. Wenn es passieren würde, dann bestimmt. Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Also bei uns in Deutschland ist die Kirche zurzeit in einer schweren Krise. Da gibt es unglaublich viele Kirchenaustritte. Das mag zum einen damit zusammenhängen, dass die Kirche in den großen gesellschaftlichen Fragen bei uns hundertprozentig auf Regierungslinie ist. Das war schon bei Corona, da wurden die Kirchen halt zugemacht. Und beim Krieg ist es auch nicht wirklich anders. Da segnet man am besten noch die Waffen, die man liefert. Und da richtet sich natürlich Kritik aus. Auch dieser von mir zweimal erwähnte Kanal. Das sind ja auch Christen, die sich aber von der Kirche lossagen. Also die leben ihr Christentum ohne die Institution Kirche. Und dann kommen bei uns natürlich noch die ganzen Missbrauchsanklagen dazu in Deutschland. Und da hat die Kirche bei uns einen schweren Stand. Und für Deutschland, würde ich sagen, wird ihre Bedeutung in den nächsten Jahren abnehmen. Aber dafür haben wir ja wachsende islamistische Gemeinden. Ja, eigentlich in Russland gibt es viele Muslime und
Es gibt Kanäle für Muslime, aber sie sind regional. Zum Beispiel gibt es in Kasan, wir haben mal einmal über Kasan gesprochen, Ja. also dort gibt es so eine Art muslimischen Kanal. Und ich habe gelesen, dass sie schon lange die Idee hatten, einen föderalen muslimischen Kanal zu gründen, aber bisher haben sie das nicht geschafft. Sie haben aber einen muslimischen Sender gegründet, der in den 8 muslimischsten Regionen Russlands sendet. Aber vielleicht kommen sie endlich in der Zukunft zu einem solchen Kanal, der im ganzen Land sendet. Tja, warum nicht? Das waren wir heute über den Fernsehsender Spaß, übersetzt Erlöser, Heiland, ein religiöses Programm in Russland. Alexander, ich danke dir. Ja, baka, tschüss. So, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hauen wir uns noch ein paar russische orthodoxe Gesänge in den Tee. Ich hoffe, das war für das hiesige heidnische Publikum pietätlos genug. Und in den Sonnabend, 23. Dezember 2023. Na, ich denke, Kriege, Mord und Totschlag wird es auch morgen geben. Dank Roderich-Kiesewetter wissen wir aber, dass es nicht zum Selbstzweck erfolgt. Er erklärte sich im ARD-Politmagazin Bericht aus Berlin extra. Ich habe es selbst noch nicht gesehen, aber Dieter Dehm. Er stellte es ein in unser Netzwerk für Friedensnetze, liebe Vernetzten und Vernetztin Tonton. Kiesewetter erklärte, wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht es eigene Lithiumvorkommen. Die größten Lithiumvorkommen in Europa liegen im Donetsk-Luhansk-Gebiet. Also, wir haben hier auch ganz andere Ziele noch im Hintergrund. Und deshalb brauchen wir eine vereinte Anstrengung der Bürgerinnen und Bürger, damit unsere Politik die Rückendeckung hat, mehr für die Ukraine zu tun. Ich kommentierte dann nicht nur unser Korn. Ich könnte auch kommentieren, einst waren wir ein Volk ohne Raum, nun sind wir ein Volk ohne Lithium. Aber diese Offenheit ist auch schön. Allen Elektroautofahrern kann man zurufen, in eure Batterien wird auch schön das Blut der jungen ukrainischen Soldaten gequetscht. Früher wäre ich mir bei solch Populismus natürlich selbst ins Wort gefallen. Marcel, das kannst du doch so nicht sagen. Aber heute sind wahrlich andere Zeiten. Natürlich weiß ich, Kapitalismus ist immer Mord und Totschlag. Wer sich einmal für Kapitalismus aussprach, sprach sich auch für Mord und Totschlag aus. Blut hat man im Kapitalismus immer an den Händen. Du kannst nicht ihre Autos fahren ohne ihre Kriege. Nun fahre ich ja auch eins ihrer Autos. Übrigens ein Diesel. Hat mir übrigens mein 18-jähriger Sohn empfohlen, bei dem ich mich nicht sorgen muss, dass er die Grünen wird wählen, die ja dem Kriegswillen am lautesten frönen, sicher um die Umwelt zu schützen. Nun sind wir als Deutsche ja nicht nur ein Volk ohne Lithium, sondern auch ein Volk ohne Gas, ein Volk ohne Öl. Dass wir etwas anderes sind als ein Agrarstaat, ist eigentlich wieder natürlich. Wenigstens sind wir vernetzt. Tja, und da hat sich auch Infrarotchef Ivan Rodionow gemeldet im Friedensnetzwerk mit einem Weihnachtsgeschenk. Eine musikalische Parodie, Propaganda-Style mit Paula P.C.
und Arthur. Da werden wir heute reinhören. Aber jetzt erstmal eine Beobachtung. Bei der Berichterstattung aus dem Gazastreifen ist mir aufgefallen, dass man in deutschen Berichten natürlich zerstörte Häuser sieht, auch den Verweis auf die Mahnungen der UN. Heute zitiert in der Tagesschau der Patriarch von Jerusalem: Niemand hat ein Monopol auf Schmerz. Weihnachten in Israel und den palästinensischen Gebieten ist ein Weihnachten im Krieg. Der Patriarch stellte sich einem Interview. Hier erklärt er: Die Situation ist unter allen Gesichtspunkten katastrophal, humanitär, sozial, im täglichen Leben, in puncto Aussichten. Alle Christen in Gaza sind in zwei Zentren, die es noch gibt, beisammen. In der orthodoxen Kirche sind es etwa 200, in der katholischen etwa 700. Sie haben alle keine Wohnungen mehr, die Lebensbedingungen sind schlecht, es gibt wenig Wasser, sie leben ohne Strom, es fallen Bomben, denn da wird gekämpft. Allein vor ein paar Tagen wurden zwei Menschen vor der Tür der Kirche umgebracht. Die Situation ist schwierig, psychisch und emotional. Noch schwieriger und komplizierter ist die Frage, was danach kommt, wie wird es? Er meint, Weihnachten unter den Bomben ist kein richtiges Weihnachten. Ein bescheidenes, sehr armes Weihnachten. Voller Fragen und Angst. Aber sie werden Weihnachten begehen. Und so weiter und so fort. Auch hat nach langem Ringen der UN-Sicherheitsrat eine Nahost-Resolution beschlossen. Die USA legten gegen den gekürzten Text kein Veto ein. Es geht um humanitäre Hilfe für Gaza. Unzufrieden, Israel, 13 der 15 Länder stimmten für den Text. Neben den USA enthielt sich auch Russland. Der Beschluss fordert Israel auf, unverzüglich einen sicheren und ungehinderten humanitären Zugang in den Gazastreifen zu ermöglichen. Gestrichen wurde ein Paragraph, der alle Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht einschließlich aller willkürlichen Angriffe auf Zivilisten und zivile Objekte verurteilt. Auch die zuvor geforderte unverzügliche Aussetzung der Gewalt, um Hilfslieferungen zu ermöglichen, fehlt. Der israelische UN-Botschafter kritisierte die Resolution. Er erinnert an die Hamas-Geiseln. Skeptisch äußerte sich auch UN-Generalsekretär Guterres. Er meint, es sei unverzüglich noch viel mehr nötig. Er fordert ein Ende der Gewalt. Zitat, ARD, Tagesschau: Ein humanitärer Waffenstillstand ist die einzige Möglichkeit, den dringenden Bedürfnissen der Menschen in Gaza gerecht zu werden und ihren anhaltenden Albträumen ein Ende zu setzen. Zwei Albträume haben bei mir zwei Berichte der russischen Nachrichten ergeben. In beiden kamen junge Palästinenser zu Wort, die sinngemäß Ähnliches erklärten. Sie wären von Norden in den Süden geschickt worden, mit ihren Familien. Dann wurden sie dort beschossen. Beide haben ihre kompletten Familien verloren. Mutter, Vater, Bruder, Schwester. Beide erklärten, wir waren nie politisch, interessierten uns nie für die Hamas. Warum beschießt ihr uns? Warum tötet ihr uns? Beide wirkten erregt. Ich kann keine Zweifel daran haben, dass sie wissen, an wem sie sich in den nächsten 100 Jahren werden rächen müssen. Wen sie töten müssen. Wen sie hassen müssen. Ich meine nicht nur Israel, sondern auch die, die dieses Massaker mit ermöglichen, unterstützen, nicht eindeutig verurteilen. Wie vorhin gesagt, ein wenig Blut an den Händen, das gehört zum Kapitalismus dazu. Wir aber warten bis zu den Knien. 5 Jahre nach dem letzten Blutrausch begann auf deutschem Gebiet ein Wirtschaftswunder. Daraus hat man wohl nichts lernen können. Drum sollte diesmal, 5 Jahre danach, ein blaues Wunder beginnen. Und wenn Sie in die Weihnachtsgans beißen, denken Sie daran: Es ist nicht nur das Blut, es ist helles Blut, es ist Kinderblut, über 8000 Kinder bereits. Der zerplatzende Kinderschädel, beschrieb ihn doch Heinrich von Kleist. Wir machen ja hier Kultur, nicht wahr? Drum gibt es ja auch gleich den Propagandastyle. Kultur gibt es aber auch auf Radio Marabu. Ich habe in den letzten Tagen die ersten Jingles produziert für 2024. Da feiert unser Sender nämlich seinen 40. Geburtstag. Und da bieten sich natürlich so einige Späße an. Hören wir hier mal einen Show-Opener. Ein englischer Begriff, das ist praktisch eine Eröffnung einer Sendung, ein Indikativ für unsere Kollegin Julia Reinhardt aus Köln. Auf die möchte ich gleich nochmal hinweisen. Die hat nämlich die Klassik-Weihnachtssendung 2023 produziert. Die steht auch schon online. Da kann man CDs gewinnen, alles hochkarätig, auch Bücher. Hört sie euch an, es lohnt sich. Wir sind sicher eine der wenigen Popwellen weltweit mit einer professionellen klassischen Abteilung. Hatten ja auch schon große Leute zu Gast, Felix Klieser, Jonas Kaufmann etc. Aber zurück zu dem Jingle. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. 30 Minuten Musikblock auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Zur Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Aufgrund der Berichte, die zur Verfügung stehen, bereiten bestimmte Kreise in der BRD weitere Provokationen zum 40. Jahrestag vor, die gegen Ruhe und Ordnung gerichtet sind. Ich schlage vor, das Glas zu erheben und zu trinken für die weitere 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen. Wir sagen Dankeschön, 40
40 Jahre. Schreibt an Radio Marabu, Postfach 1166 49 187 Belm in Deutschland. 30 Minuten Marabu nonstop. Jetzt. Es folgen 30 Minuten nonstop Music mit Julia auf Radio Marabu. Vor 40 Jahren auf deutschem Boden. Soweit, so gut. Derzeit befinden wir uns übrigens auch auf der Kurzwelle. Gestern bereits schon, aber auch heute 8 bis 10 auf 9670 kHz. 14 bis 16 Uhr auf 6070 kHz, wer einen Kurzwellenempfänger hat. Heiligabend 12 bis 14 Uhr auf 9670 und 16 bis 18 Uhr auf 6070. Am ersten Weihnachtsfeiertag 8 bis 10 Uhr auf 9670 und 12 bis 14 Uhr auf 6070. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag 11 bis 13 Uhr auf 9670 und 16 bis 18 Uhr auf 6070 kHz. Mit dabei Sergei Filbert, Michael Main, Harald Reitinger, Patrick Barb, musikalische Raritäten mit den Beatles und Leuten, die sich auf sie bezogen, für die russischen Hörer Sievert, natürlich auch Last Christmas. Das Ganze auch natürlich auf www.radiomarabu.de in Stereo. Propaganda Style. Also Paula PC und Arthur B. Agenda Style. Von Infrarot Medien. Punkt um 8 beginnt das Spiel direkt aus deiner Glotze. Sie halten dich für infantil, erzählen eine Menge Rotze. Sie hassen Russen, lieben Krieg und stacheln auf zum Hetzen. Doch ich mach da nicht mit. Was ist bloß los mit dir? Verstehst du nicht, was sie da machen? Komm, ich sag es dir. Sie kontrollieren die Gedanken. Eins und eins macht vier. Dafür kannst du dem Fernsehen danken. Ich verrate es dir. Ja, ich verrate es dir. Sie tun alles, um dich zu blenden. Erzählen viel, hey, viel zu viel, hey. Stell das Ding ab und denke selber. Sag einfach nein, nein, hey, nein, 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 hey. Nein. Und so weiter und so fort. Der Propagandastyle von Paula PC und Arthur von Infrarot Medien. Ich sage mal musikalisch eher von dokumentarischem Wert. Radio Marabu. Alternative Europe. Alternative Music. Dann schauen wir nochmal in die Tagesschau. Nach den Houthi-Angriffen auf Schiffe im Roten Meer verschärfen die USA ihren Ton gegenüber dem Iran. US-Präsident Joe Biden ist untröstlich über den Tod eines Amerikaners, schreibt die Tagesschau, ich ergänze, eines US-Amerikaners, der vermutlich von der palästinensischen Gruppe Hamas bei einem Angriff auf Israel getötet worden ist. Der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, SPD, hält Deutschlands Einfluss im Nahen Osten für begrenzt. Ronny Poge, Organisator der Montagsdemonstration in Stralsund, hatte noch einen Einwand. Schon komisch, wenn der angeblich beste Geheimdienst der Welt, Mossad, nichts davon weiß, dass in diesem kleinen Gazastreifen, ja, so groß wie Bremen, ein Tunnel gebaut wird, durch den sogar Autos fahren können. Ne? Ja, ich erinnere mich ja an den Bau des Rennsteigtunnels. Der ist nur wenige Kilometer hier in Ilmenau von mir entfernt. Diese Explosionen hat man bis Erfurt oder bis Meiningen gehört. Aber heute gibt es sicherlich leiseren Sprengstoff. Aber mal eine ganz andere Frage. Fahren Sie gerne mal mit dem Auto in die Stadt, zum Beispiel zum Einkaufen oder zum Weihnachtsmarkt, und parken dann irgendwo in der Stadt und würden sich freuen über kostenfreie Parkplätze? Ein Hörer hat mir eine Meldung aus Pirna weitergeschickt, verbreitet über das Portal web.de. Tim Lochner, Oberbürgermeister, parteilos aber für die AfD. Dieser Mann will als erste Amtshandlung nun das kostenlose Parken für E-Autos abschaffen. Die durften das nämlich. Wir erinnern an das Lithium aus Donetsk und Luhansk. Es gibt einen neuen Werbespot von Trigema. Wieder mit dem Affen, aber wir nehmen erstmal den alten. Hallo Fans, Trigema ist Deutschlands größter T-Shirt- und Tennisbekleidungshersteller. Trigema produziert mit 1200 Mitarbeitern nur in Deutschland. Was sagt der Inhaber Herr Grubb dazu? Wir werden auch in Zukunft nur in Deutschland produzieren und unsere 1200 Arbeitsplätze sichern. Ich kaufe nur Trigema-Produkte und sichere diese Arbeitsplätze. Dieser klassische Spot lief früher vor der Tagesschau, wird mittlerweile als nationalistisch bezeichnet. Da hören wir mal in den neuen rein. Herr Grubb, Trigema stellt sich neu auf? Das ist richtig. Ich werde die Verantwortung an meine Tochter und meinen Sohn übergeben. Das bedeutet keine Veränderung unserer Werte. Trigema steht weiterhin für Qualität, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit. Und für dich haben wir uns auch schon etwas Neues überlegt. 100% made in Germany. Trigema bleibt echt. Ah, so ist das. Ich habe die Verantwortung für mein Auto auch an meinen Sohn weitergegeben und kürzlich in einem T-Shirt entdeckt. Es wurde in Bangladesch produziert. Auf
Wiedersehen. Einen haben wir noch. Ja, ich bin heute hier zu Gast. Affen gemacht hat sich Paul Brandenburg mit einem neuen Kommentar über diesen Herrn. Er nannte ihn und bekam eine Sperre von unserem US-amerikanischen Hegemon. Also, beziehungsweise von dessen großen Videodienst. Der Kleine hat das Ganze noch, den Kommentar. Heute ist bewiesen, was bereits 2020 anzunehmen war. Maskenpflichten waren ebenso wenig jemals nötig, wie geeignet, Covid einzudämmen. Wobei für die Business Class galt das eh nicht ganz. Bei internationalen Flügen wird leider so gut wie keine Maske mehr getragen. Da sind die Maßnahmen gelockert worden. Und wen trifft man in der Business Class? Give us a credit. Genau, wir haben's. Marcello, herzlichen Dank. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Wetter. Viel Regen in den Bergen, heute Schnee, der wird dann morgen zu Matsch. Marabu. Alternative Music.